السلام عليكم، بس كان غير تاكين. Wir sind, stehen geblieben bei den Familien, auch genannt im Arabischen wird das Al-Bab genannt, das ist der Fachbegriff. Al-Bab kann bedeuten Tür, aber auch wie hier kann es sozusagen eine Kategorie von etwas bedeuten. Und das, was wir bei den Familien lernen werden, es geht immer noch natürlich hauptsächlich um den Container, nicht um den Wortinhalt. Der Wortinhalt besteht einfach nur aus drei Buchstaben, die man als Vokabel lernen muss, um zu wissen, was diese spezielle Jizr, diese Wortwurzel, bedeutet. Und die Container werden halt so aufgebaut, dass die bestehen aus Familien. Und diese Familien haben Familienmitglieder, die immer diese gleichen 10 sind. Aber die Familien selber an sich, die sehen immer etwas anders aus. Das ist zum Beispiel ein Beispiel von einer Familie, der Tafi'il-Familie, wo zum Beispiel Allama, Yu'allimu, Ullim, Yu'allam, Allam und so weiter, die Wörter, die sich sehr, sehr ähnlich anhören, aufgrund des Shadda in der Mitte, sind alle von einer Familie. Und das sind hier die verschiedenen Familienmitglieder, die 6 Fi'ls und danach die 4 Isms. Die 6 Arten und Weisen von Fi'l also. Und danach 4 Arten und Weisen von Substantiven, von Isms. Und der Unterschied zwischen den Bedeutungen von der Familie, von diesen Familienmitgliedern ist abhängig von der unterschiedlichen Familie, in der es drin ist. Und wir werden insgesamt ungefähr, werden 10, natürlich 10 Familien lernen. Und eine Familie teilt sich auch noch in Unterfamilien ein. Aber hauptsächlich geht es hier um 10 Familien. Die wir lernen werden. Das ist, wie gesagt, ich hatte euch schon angekündigt, nur um euch nochmal mental darauf vorzubereiten. Bei Saf geht es weniger um Dinge zu verstehen, es geht mehr darum zu üben, 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 auswendig lernen und so weiter, immer wieder weiter üben. Darum geht es beim Saf, wie wir auch heute wahrscheinlich, auch wenn wir so weit kommen, sehen werden, weil ich werde euch eine von den Familien noch vorstellen. Okay. Und jede von diesen Familien hat familienspezifische Merkmale. Das heißt, jede Familie hat ganz spezielle Merkmale, mit denen man erkennt, dass sie zu einer Familie gehören. Zum Beispiel werden einzelne Buchstaben hinzugefügt oder Harekas werden so geformt, dass man erkennen kann, dass sie zu einer Familie gehören. Zum Beispiel in der zweiten Familie, die wir heute inshallah sehen werden, ist ein Shadda in der Mitte, im Ainul Fi'l. In den mittleren Buchstaben ist ein Shadda hinzugekommen, zum Beispiel. Bei anderen ist ein Elif als zweiter Buchstabe. Bei anderen ist ein Ta, der erste Buchstabe, als Hinzufügung. Und das sind die familienspezifischen, schwieriges Wort, Merkmale. Daran erkennt man, okay, ich weiß, das gehört zu der Familie und aufgrund dessen weiß ich, dass das Wort folgende Bedeutung haben muss, aufgrund, weil ich den Wortinhalt von dem Wort kenne. Okay. Und alle Familienmitglieder, die wir gerade gesehen haben, diese 10, die gehören trotzdem zu jeder einzelnen Familie dazu, sind einfach nur dann Vergangenheitsform, Verb und dann Gegenwartsform und so weiter. Aber die gehören alle dazu. Und diese spezifischen Merkmale werden immer durch die Familienmitglieder mitgezogen. Das ist immer da drin. Zum Beispiel, hier ist ein Beispiel für eine Familie, die wir später lernen werden, wo am Anfang ein Ter hinzugefügt ist und ein Shadda in der Mitte ist. Der Wortinhalt dieses Wortes ist dieser hier. Kaf, Lam, Mim. Kelime oder Kalam. Kennt man ja, das, dieses Wort. Und die Familie mit dem Ter und mit dem Shadda wird dann, also Tafa'ul, Familie wird die genannt, ist dann Takalluma, Yetakallamu, Takalluman, Mutakallim, Takallam, Mutakallam. Ihr erkennt, das sind die Familienmitglieder von dieser Familie. Hier so 6 Stück nur. Aber ihr könnt bei allen erkennen, dass dieses Teil hinzugefügt ist und auch das Shadda hinzugefügt. Shadda bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass der Buchstabe verdoppelt wurde. Das Lam in der Mitte wurde verdoppelt. Shadda bedeutet nichts anderes. Also dieses Zeichen hier
wenn ihr das irgendwo im Koran liest, auf ein Wort, bedeutet das nichts anderes, als dass ein Wort verdoppelt wurde. Zum Beispiel, um das deutlich zu machen, das Wort Allama ist einfach nur Al-Lama. Das hier ist gleich das hier. Das entspricht dem. Allama ist nichts anderes als hier so. Allama. Der Buchstabe, welcher ein Schäfer bekommen hat, wurde einfach nur verdoppelt. Aber das sieht nicht so schön aus, das so zu schreiben. Deswegen hat sich es eingebürgert, dass man es so schreibt mit diesem speziellen Chapter-Buchstaben. Kann ich auch lassen zur Verdeutlichung. Auf jeden Fall wurde Teil hinzugefügt und Lamul Ainul Fi'l ist verdoppelt worden. Der mittlere Wortinhalt Buchstabe, das Lam. Und darin kann man die Familie erkennen. Und inshallah, wenn wir es geübt haben, werdet ihr sofort mit einem Blick sofort die Familie erkennen können. Und auch wissen, welche Familie es ist und welche Bedeutung davon ist. Und das kommt natürlich mit der Übung. Und auch hier zum Beispiel ein anderes Beispiel. Eine Familie, wo nach dem ersten Buchstaben des Wortinhaltes, nach dem Fa und Fi'l, ein Elif hinzugefügt ist. Ursprüngliche Wort ist folgendes. Jahada. Und daraus wurde Jahada. Dieses Elif hier, Part von Met, ist unser spezifisches Merkmal, dass es von der Fa'ala-Familie gekommen ist. Oder Fi'al-Familie gekommen ist, besser gesagt. Aber zu den Einzelfamilien kommen wir noch, wie die genannt werden und so weiter. Aber wir können ganz, ganz speziell an diesem Elif das erkennen. Weil Elif ist niemals niemals ein Wurzelbuchstabe. Elif ist kein Buchstabe für sich. Elif ist einfach nur ein Vokal, einfach nur ein Harfimet, welches der Hadeke vorher langzieht. Auch hier kann man sofort erkennen, dass die alle Familienmitglieder sind, dass sie alle verwandt sind miteinander. Jahada, Yujahidu, Jihad, Mujahada, Mujahid, Mujahad. Mujahid kennen wir ja. Mujahid ist jemand, der Jihad betreibt. Alle von der gleichen Familie. Ja, und der Fachbegriff dafür lautet Ba. Und aufgrund dieser speziellen Merkmale können wir die Familien voneinander trennen. Okay. Die Familien werden aufgeteilt in Mujarrad und El-Mezid Fi. Auch das ist das sind auch so Fachbegriffe, die nicht extrem wichtig sind, aber gut gehört zu haben. Weil 9 von den Familien, 9 sind El-Mezid Fi und eine, die allererste, ist Mujarrad. Aber die Mujarrad werden wir ganz am Ende machen, weil die Mujarrad etwas komplizierter ist und auch noch in 6 Unterkategorien aufgeteilt wird. Wir werden erstmal Mezid Fi anfangen, Familie 2 bis 10 werden wir als erstes behandeln und danach werden wir Mujarrad behandeln. Aber hier wird erstmal nur vorgestellt, was ist überhaupt Mujarrad und was ist Mezid Fi. Anhand der Wörter kann man sofort auch schon erkennen. Mezid Fi bedeutet, es wurde etwas hinzugefügt. Ziyada, Mezid. Mujarrad heißt, es ist genauso geblieben. Die Wörter, die Beispiele, die wir hier oben hatten, waren Mujarrad oder Mezid, was sagt ihr? Waren die Mujarrad oder Mezid? Sind die Wörter so geblieben oder wurde etwas hinzugefügt? Mujarrad heißt genauso geblieben wie der Wortinhalt. Mezid bedeutet, es ist etwas hinzugefügt worden. Und wenn man einmal hinschaut, dann sieht man auch direkt das Grau untermerkt. Es ist Mezid, genau, Mezid, weil einfach Buchstaben hinzugefügt worden sind. So einfach ist die Einteilung zwischen Mujarrad und Mezid. Ist nichts Kompliziertes. Mehr muss man dazu nicht wissen. Okay, das erste wird Mujarrad vorgestellt. Und das Besondere an Mujarrad ist, die Wörter bleiben genauso in der hohen Vergangenheitsform. Das heißt, es ändert sich überhaupt nichts an den Buchstaben von den Wörtern. Wie zum Beispiel Nasara.
wenn du Nasser hast, er hat geholfen. Nasser Ayansuru, Nasser, dann Nasir, ein Helfer. Wenn ich diese Familienmitglieder aufzählen würde von dem Wort Nasara selber, dann habe ich ein Mujarrad-Wort, weil ich keinen Buchstaben zugefügt habe. Aber wenn ich daraus zum Beispiel Nassara mache, oder Intasara mache, wenn ich die in andere Container reinstecke, dann habe ich Mesid. Nassara selber, wenn ich aber die Familienmitglieder von Nassara selber aufzählen würde, Nassara Yansuru, Nasser, Nasir, Nusira, Yunsaru, Nasser, Mansur und so weiter und so fort, dann habe ich ein ganzer Mujarrad. Alles ist gleich geblieben, keine Wörter sind hinzugefügt worden. In der Vergangenheits-Hua-Form, ganz wichtig. In der Vergangenheits-Hua-Form ist nichts hinzugefügt worden. Natürlich, wenn ich sage Mansur von dem gleichen Wort, dann ist natürlich was hinzugefügt worden. Deswegen kann man es daran nicht klar machen. Nämlich an den Nasara können wir das klar machen, an der Hua-Form. Natürlich, wenn man weiter fortgeschritten ist, dann kann man auch an Mansur auch erkennen, dass da nichts hinzugefügt worden ist. Bei Nasara, wenn ich da weitermache, Nasara, Yunassiru, Tansir und so weiter, sowas mache, dann habe ich ein Mesidfi oder Intasara, Yantasiru, Intisar und so weiter, dann habe ich auch Mesid, weil Wörter, weil Buchstaben hinzugefügt worden sind in der Vergangenheits-Hua-Form, in der Mardi-Hua-Form, der Ursprungsform, also Hua-Nasara. Oder Kerume, oder Semi'a, oder Darabe, oder Fehime, Kebura, das sind einfach nur ein paar Beispiele von Wörtern. Davon gibt es natürlich Tausende, weil die sozusagen Wortinhalte geben. Okay. Und der Unterschied, wie ihr erkennen könnt, ist in der Hareke in der Mitte. Nasara, Kerume, Semi'a, Fehime, Kebura, Darame. Ihr könnt erkennen, bei manchen ist die Hareke in der Mitte etwas anders. Und das ist genau das, was wir ganz am Ende lernen werden. Also, was heißt ganz am Ende? Nach Mesid. Das kommt erst später. Dann werden wir das lernen. Und eine Besonderheit von diesen Mujarrad-Familien, von dieser Mujarrad-Familie, die allererste Familie, die Mujarrad-Familie, die Wörter, die genauso gleich geblieben sind, ist, dass sie noch vier Familienmitglieder zusätzlich haben. Auch das hier nur zur Info. Und dazu werden wir auch noch kommen, wenn wir Mujarrad uns anschauen werden. Das sind die vier, die extra zugekommen sind. Man kann aus einem Mujarrad kann man ein Ism Ala machen, also ein Werkzeug, ein Instrument daraus machen, wie zum Beispiel Fataha heißt öffnen und Miftah ist ein Schlüssel, etwas, was öffnet also. Oder man kann Ism Tafdil daraus machen, ein Komparativ oder ein Superlativ, je nachdem, ob man Elif Lam hinzufügt oder nicht hinzufügt. Ekbaru heißt größer, Allahu Ekbaru, Allah ist größer. Oder wenn man sagt, Allahul Ekbaru mit Elif Lam, Allah ist der Größte, Superlativ. Das kann man auch machen mit Wörtern, die genauso geblieben sind, ohne ein Mesid bekommen zu haben, also ohne ein etwas hinzugefügt bekommen zu haben, wie bei dem Mesid-Fi, die wir gleich sehen werden. Oder man kann ein Ism Sifa daraus machen, wie ich heute euch schon gezeigt hatte, mit Rahime und daraus wird Rahim oder Izzah, daraus wird Aziz oder Khabir. Semir zum Beispiel, Kerim hier, ein Ism Sifa, also eine dauerhafte Eigenschaft als Adjektiv. Oder Ism Mubalara, Khawan zum Beispiel, eine extreme Steigerung. Khabbaz zum Beispiel, Khubz ist Brot und Khabbaz ist jemand, ein Bäcker, also derjenige, der ständig Brot macht. Oder Jarrah, jemand, der ständig schneidet, wird dann Chirurg genannt. Das kommt von Ism Mubalara, die 14. Familie von Mujarrad. Wie gesagt, Mujarrad ist etwas komplizierter. Das wird erst später kommen. Erst schauen wir uns Mesid Fi an. Das heißt, wir werden beginnen mit der zweiten Familie tatsächlich. Ihr werdet lange Zeit nicht wissen, wie die erste Familie funktioniert.
Wir werden zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte machen und danach die erste. Und das hat natürlich seinen Sinn, weil diese zweite bis zehnte sehr, sehr leicht sind. Man muss einfach nur üben. Aber dazu gleich mehr. Man sieht wie. Schauen wir uns mal an. Und wie schon öfter schon gesagt, aber nochmal als Wiederholung, es sind Buchstaben zugefügt worden zu dieser Familie, sodass das Wort aus bis zu sechs Buchstaben dann besteht im Endeffekt. In der Vergangenheits-Pu'er-Form. Zum Beispiel Qalada, also Herz kennen wir ja Qalb, wurde in Qalada, Elif und Nun am Anfang wurden hinzugefügt. Die beiden sind hinzugefügt. Fünf Buchstaben ist daraus geworden. Mesit, also es ist etwas hinzugefügt worden. Die beiden sind angehängt worden. Esleme. Aus Seleme wurde Esleme. Am Anfang ein Hamza. Aus Jahada wurde Jahada. Faraka wurde Tafarraqa. Das Ra wurde verdoppelt. Auch hier fünf Buchstaben. Das hier sind nicht vier Buchstaben, das sind fünf Buchstaben. Das haben wir gerade gesehen. Es sind zwei Ras enthalten in der Mitte. Tafarraqa mit fünf Buchstaben, nicht vier. Werde ich öfters wiederholen. Muss man auf jeden Fall sich einprägen. Und Ta'awana, zum Beispiel, Ta am Anfang und Elif hier hinzugefügt worden. Auch eine Familie, die wir uns anschauen werden. Und dann noch die größte Familie. Die Familie mit den meisten Buchstaben ist die Istighfara. Jahada sind vier Buchstaben, genau richtig, ja. Jahada sind vier Buchstaben. Das Elif da als Harf Met. Und Ta'awana ist Ta und Elif hinzugefügt worden. Istaghfara von Ghafara ist, hört sich lustig an, aber hier ist hinzugefügt worden. Das heißt, dieser Teil hier, das ist das Anhängsel. Und Ghafara ist der ursprüngliche Wortinhalt. Und ist hinzugefügt worden. Das ist, wenn man um etwas bittet. Das ist, für diejenigen, die Türkisch können, ist vielleicht ein bisschen eine Erleichterung, weil das beginnt mit ister, so wie istemek. Und die Bedeutung tatsächlich von dieser Familie ist, etwas zu wollen. Etwas istemek. Istaghfara bedeutet sozusagen Vergebung wollen. Das ist nur eine kleine Hilfe für diejenigen, die Türkisch Muttersprachler sind. Die ister-Familie ist, wenn du etwas möchtest. Aber das werden wir einzeln behandeln noch. Das ist die größte Familie. Ihr könnt sehen, eigentlich aus den eigentlichen drei Wurzelbuchstaben oder Wortinhalt Buchstaben wurden sechs. Ja, nicht wurden sechs, sondern die drei sind geblieben und drei wurden hinzugefügt, was dann insgesamt sechs ergibt. Der Wortinhalt ist natürlich Rafara. Dazu werden wir kommen. Diese Familien werden wir einzeln durchgehen. Okay, dann haben wir das erste Kapitel beendet und jetzt kommt das zweite Kapitel, was auch relativ groß ist, weil wir jede einzelne Familie da behandeln. Und danach kommen natürlich andere Kapitel, wo noch ganz spezielle Sarf-Angelegenheiten besprochen werden. Sarf besteht nicht nur aus diesen Familien, sondern es gibt auch noch sozusagen unregelmäßige Sarf, wo die Sachen ein bisschen anders dann, wo die Verben dann nicht mehr so einfach sind und man dann ein bisschen mehr nachdenken muss. Oder besser gesagt, noch mehr üben muss. Zusammenfassung hier, nur so ein kleine Tabelle oder Diagramm oder wie man auch sagt. Sarf-Untersuchung, Morphologie sozusagen, besteht aus zwei Teilen. Inhalt, ganz einfach diese drei Wurzelbuchstaben. Und der Container, dessen Form von den Familien bestimmt werden. Und diese Familien alle haben genau dieselben Verwandten, Familienmitglieder. Und die Form speziell von dem Container ist dann auch gegeben durch das Familienmitglied, in dem das Wort gerade drin steckt. Das Allame, Lehren, und Muallim, ein Lehrer, sind von der gleichen Familie, aber zwei verschiedene
Familienmitglieder. Und deswegen sehen die auch anders aus. Allama und Muallim zum Beispiel. Aber auf jeden Fall trotzdem die gleiche Familie. So, das sind die Vokabeln. Jetzt versteht ihr auch mehr, weil wir hatten auch im Nahu hatten wir die Vokabeltabellen mit diesen Familien. Und jetzt versteht ihr etwas mehr, was mit diesen Familien gemeint war. Ihr könnt erkennen, wir haben hier Familie 2 oben. Wir haben 4 verschiedene Vokabeln. Sieht viel aus, aber es sind einfach nur 4 Vokabeln. Farraqa sabbaha nazzala bashara. Familie 2 Vokabeln. Familie 3 Vokabeln. Aqaba hajara qatala. Ahada nafaqa hasaba. Ihr könnt die Wörter, die hören sich exakt gleich an, weil die von der gleichen Familie sind. Und genau jetzt wisst ihr auch, warum hier so viele Wörter aufgezählt werden für eine Vokabel. Aqaba yuraqibu iqab und mu'aqaba. Ihr wisst jetzt, das sind einfach nur 4 Familienmitglieder. Oder 3 Familienmitglieder. Jetzt könnt ihr diese Vokabeltabellen besser verstehen. Und dann Familie 4. Ankara, Anba'a, A'lana, Aslama, Aghraqa, Anbata. Ihr könnt erkennen, Familie 4 hat anscheinend einen Hamza-Anfang, einfach am Anfang. Wenn sie alle gleich haben. Aber wie gesagt, eine von diesen Vierecken ist einfach eine einzelne Vokabel. Okay, das sind hier nur als kleine Info. Dieses Wort hier heißt Thulati. Thulati. Mazid fi. Mazid fi haben wir gerade gelernt, was es bedeutet. Also Wörter bei denen, was hinzugefügt worden ist. Thulati bedeutet, deren Wortinhalt aus 3 Buchstaben stehen. Genauso wie wir es bis jetzt wissen. Ganz am Ende von diesem Buch, wenn wir extrem fortgeschritten sind, und es fast beenden, dann werden wir Ruba'i kennenlernen, also Wortinhalte mit 4 Buchstaben. Ganz, ganz seltene Wörter, aber wir werden es trotzdem machen, damit wir inshallah so viel wissen, wie es geht. Und auch im Koran kommen manchmal auch diese besonderen Wörter auch vor. Wörter, die ursprünglich aus 4 Buchstaben bestehen, meinte ich damit. Kapitel Nummer 2, Thulati Mazidfi. Das ist das erste, was wir lernen werden. Davon gibt es 9, wie gesagt. Und jeder einzelne hat seine speziellen Merkmale. Und wir werden jede einzelne Familie lernen mit den Familienmitgliedern, mit den 10 Familienmitgliedern. Die heißen Sira. Familie ist Bab und Familienmitglied ist Sira. Wenn ihr coole Wörter benutzen wollt, dann könnt ihr die hier benutzen. Und diese Art und Weise, die aufzuzählen, das geht nach einem ganz bestimmten Schema. Hat man vielleicht schon mal gehört, diejenigen, die vielleicht schon mal vor einem Hodja oder sonst etwas Arabisch gelernt haben, die haben das bestimmt schon mal gehört, diese Art und Weise der Aufzählung. Und die werden wir natürlich auch benutzen. Das hat sich natürlich bewährt. Sehr schöne Art und Weise, weil es immer nach dem Schema geht. Und das wiederholt man dann so lange, bis es im Kopf drin ist. Diese Schema ist folgende Art und Weise. Ihr könnt hier erkennen, wir lesen in dieser Reihenfolge. Wir fangen hier an und gehen dann in diese Richtung. Wir beginnen damit, dann das, dann das, dann das. Und dann nächste Zeile hier, hier, hier und hier. Und danach das und das. Und das. Auf diese Art und Weise fängt man an. Hier ist das also das Erste. Da fängt man an. Und das ist das Letzte. Nummer 10. Ich weiß, dass es 11 sind, aber ich schreibe trotzdem Nummer 10. Werden wir gleich klären, warum. Beginn tut man, wenn man ein Wort sozusagen Sarf macht, wenn man ein Wort sozusagen alle Familienmitglieder durchgeht, weil das hier ist nichts anderes, was wir gerade machen. Das ist nichts anderes als die Familienmitglieder. Nichts anderes als das. Und wenn wir das machen, dann gehen wir in der Art und Weise vor, dass wir Fi'l Madi aufzählen als allererstes. Immer die Huwa-Form.
ganz wichtig, die hohe Form. Die hohe Form des Verbes wird benutzt. Zum Beispiel, alima oder allama. Die hohe Form. Nicht allamu oder sonst etwas. Oder allama oder allamat. Nicht diese, sondern immer die hohe Form. Danach fehlen Modale davon. Yuallimu. Gleich werden Beispiele kommen, keine Sorge. Nach dem Fi'l Mudari kommt das Masdar. Hatte ich euch gesagt, Masdar ist sozusagen die Idee, die dahinter steckt. Zum Beispiel Allama heißt Lehren oder Erlehrte. Und Yu'allimu bedeutet Erlehrt. Und der Masdar davon ist Ta'alim. Und Ta'alim bedeutet die Lehre, die Bildung. Das heißt, die Idee, die dahinter steckt, das Abstrakte davon. Das nennt man Verbalsubstantiv. Hört sich ein bisschen schwer an. Aber im Endeffekt das Substantiv, was aus dem Verb gebildet wird. Und dann sagt man, fahuwa ist im Fa'il. Fahuwa mu'allimun. Fahuwa mu'allimun. Fahuwa bedeutet, so ist er. Huwa kennt ihr. Huwa ist Personalpronomen. Und ist im Fa'il, ist derjenige, der die Handlung tut. Das heißt, bis jetzt haben wir allama yu'allimu ta'alliman fahuwa mu'allimun. Mu'allim, derjenige, der allama macht. Mu'allim, derjenige, der allama macht. Der ist im Fa'il, der Handelnde. Dann gehen wir rüber, dann gehen wir runter auf die nächste Zeile und sagen dann wieder fil madi, aber diesmal mit schul, also in der Passivform. Majhul. Dann sagen wir Fi'l Mudari in der Majhul-Form. Das Ulima, Yu'allamu ist daraus. Und dann sagen wir Masdar. Dieser Masdar und diese Masdar sind exakt das gleiche tatsächlich. Ich stelle sich die Frage, was soll das überhaupt? Wieso sage ich das gleiche Wort zweimal? Es ist wirklich genau das gleiche Wort. Es wird nur gesagt, damit dieser schöne Flow eingehalten wird. Dieser schöne Rhythmus eingehalten wird. Das heißt, der Rhythmus ist Fi'il, Fi'il, Masdar, Fa'il. Und dann wieder Fi'il, Fi'il, Masdar, Maf'ul. Fi'il, Fi'il, Ism, Ism, Fi'il, Fi'il, Ism, Ism. Nur damit das sich so schön anhört, wird Masdar doppelt erwähnt. Es gibt keinen anderen Grund, warum dieser Masdar hier nochmal erwähnt. Masdar heißt, wie gesagt, das Nomen, was daraus resultiert. Also ich habe hier schon wieder dann also Ulima, Yu'allamu, Ta'aliman. Fahuwa ism maf'ul, fahuwa mu'allam. Fahuwa mu'allam. Und danach wird der al-amru minhu gebildet. Das heißt, die Befehlsform von dem Verb wird gebildet. Allim. Wa nahyu anhu la tu'allim. Also, wa nahyu anhu bedeutet, kann man raten, was würde kommen nach dem Befehl? Die Verbotsform. Befehlen und verbieten. Wa nahyu anhu. Und danach kommt das Nahi. Und wa zarfu minhu. Zarf bedeutet Sondermodal. Das heißt, der Ort oder Zeit, wo die Sache getan wird. Und der Sarf sieht in sehr, sehr vielen Fällen exakt genauso aus wie Ism Maf'ul. Also wieder Mu'allam. Das nennt man, was ich gerade gemacht habe, Sarf Sagir. Und das führt dazu, also diese Tabelle wurde extra dafür gemacht, dass man die ganz schnell immer wieder aufzählt, um sich so die Familien zu merken. Allama yu'allimu ta'aliman fahuwa mu'allim. Ullima yu'allimu ta'aliman fahuwa mu'allam. الأمر منه علم والنحو عنه لا تعلم والظرف منه معلم. Genau auf die Art und Weise, wie ich es gerade gesagt habe, immer wieder mit verschiedenen Wörtern wiederholen für jede Familie, sodass es richtig sitzt. Und wenn ich euch irgendein Wort sage, ich sage euch Jahada, sofort kommt aus der Pistole geschossen Jahada yujahidu Jahada yujahidu jihadan fahuwa mujahid und so weiter. Jihadan wa mujahadatan فهو مجاهد und so weiter.
Juhida, Yujahadu und danach auch die, mit Schulform und so weiter. Auf die, diese Geschwindigkeit muss man hinaus. Deswegen, das war gemeint damit, als ich gesagt habe, ist Sarf ist ganz anders als Nahu. Sarf besteht aus extremen Wiederholen. Aber dafür ist der Vorteil, man muss nicht so viel verstehen. Man muss einfach nur diese Muster auswendig lernen. Das ist der Vorteil von Sarf. Okay. Das wird Sarf Sarir genannt. Sarf Sarir. Kleiner Sarf. Warum kleiner Sarf? Es gibt auch einen großen Sarf, der ist angsteinflößend, aber den werden wir selten benutzen. Für jede einzelne von diesen Familienmitgliedern, die wir aufgezählt haben, gibt es natürlich eine Tabelle mit jedem einzelnen Personalpronomen. Das heißt, wir haben nur die Hua-Version benutzt. Wenn ich Sarf Kebir mache, das große Sarf mache, dann sage ich Allama, Allama, Allamu, Allamat, Allamata, Allamna und so weiter. Gehe das komplett durch und mache es weiter mit dem Fehl Modaria. Und dann mache ich das hier mit dem Ism weiter. Muallim, Muallimun, Muallimen, Muallimin, Muallimuna, Muallimani. Diese. Also das wäre der große Sarf. Das, was wir gemacht haben, ist der kleine Sarf, aufgrund, weil wir nur eine Form benutzt haben, die Standard-Hua-Form. Und hier bei dem Isms ist das die standard-maskuline Form, die wir benutzt haben. Deswegen wird es Sarf Sarir, das ist der kleine Sarf genannt. Aber wenn man das kann, dann ist es schon sehr gut. Dass ihr Wörter halt komplett konjugieren könnt, in der Vergangenheit und so weiter, das ist eine Fähigkeit, die ihr inshallah schon gelernt habt bei Nahu. Aber wenn nicht, dann immer weiter üben, es ist niemals zu spät. Immer weiter üben, Wörter zu konjugieren. Von der Hua bis zu der Nahnu-Version. Das ist auch ganz wichtig. So dass, wenn im Koran eins vorkommt, ihr sofort wisst, um welche Person es sich handelt. Okay. Wir werden immer Sarf Sarir benutzen. Sarf Kebir dauert zu lange. Das hier wird nochmal beschrieben, was mit dem Sarf Kebir es auf sich hat. Dann lernen wir auch die erste Familie kennen. Das ist Familie Nummer 2. Nennt Bab Taf'il. Das mag ja entweder sagen Familie 2 oder man sagt Bab Taf'il. Und am besten, man lernt beide von denen. Familie 2, Taf'il oder Bab Taf'il. Bab ist ja nichts anderes als, was wir genannt haben, der Fachbegriff für das, was wir Familie nennen, vereinfacht. Die wird, kommt sehr, sehr oft vor, auch im Koran, kommt das sehr, sehr oft vor, diese spezielle Familie. Und wenn wir eine Familie beschreiben, dann benutzen wir den Masdar, um die Familie zu beschreiben. Wir sagen Bab Taf'il. Die Familie Taf'il sagen wir. Und Taf'il ist der Masdar von dieser Familie. Das wird so ausgesprochen. Als ein Beispiel wird hier Alima benutzt, also Allama ist unser Beispiel der Familie. Und jetzt kommen unsere Familienmitglieder, die ich gerade gesagt hatte. Vorher lesen wir erstmal, was ist das spezifische Merkmal. Hier steht es, ich markiere es, weil es so wichtig ist. Das Shadda in der Mitte, auf dem Ainul Kalima. Und noch eine Besonderheit, beim Mudari' haben wir ein Dhamma auf dem Ya. Was gemeint ist, ist der hier. Das, was ich da rot gemacht habe, und das hier an der Stelle hier, das sind die zwei Merkmale. Wir wissen, dass wenn wir Mudari' bilden, zum Beispiel von Alima, dann haben wir Ya'alamu. Alima.
Wir haben gelernt, dass wir eine Modale bilden, dieses Ye, Te, Hamza oder Nun, die am Anfang von Modale-Wörtern kommen, immer ein Fetha haben. Das ist der Standard, den wir gelernt haben. Das Besondere an Familie 2, an Verb Taf'il, ist, dass er ein Dhamma im Modale hat. Nicht Ya'allimu, sondern Yu'allimu. Daran kann man es auch erkennen. Aber natürlich das ausschlaggebendste Merkmal ist das Shadda in der Mitte. Okay. Und wie wir auch wissen, das was da schwarz gedruckt ist, das ist der Wortinhalt, die Wurzelbuchstaben, die sind immer veränderbar. Deswegen müssen wir in der Lage sein, wenn wir Adlana so auswendig gelernt haben, wenn ich euch andere drei Buchstaben gebe, wie zum Beispiel Nasara, dass ihr sofort in der Lage seid zu sagen, okay, Nasara, Yunassiru, Tansiran und so weiter. Fahua Munassir. Das führt dazu, dass ihr in der Lage seid, das zu tun, egal welche drei Buchstaben ich reinschmeiße. Aber natürlich als erstes muss man es mit einem auswendig lernen, damit man ganz genau weiß, wie es sich anhört. Genau. Und der unveränderliche Teil dieser Familie ist in Grau dargestellt. Auch das ist eine wichtige Information, die wir uns markieren sollten. Der unveränderliche Teil ist der graue Teil. Und das Schwarze ist das, was man ändern kann. Aus dem Ja hier kann auch ein Ter werden und kann auch ein Er werden, auch ein Nun. U'allimu, nu'allimu, tu'allimu. Kann ja alles werden. Je nach Konjugation. Und die Familie lautet wie folgt: Allama, yu'allimu, ta'aliman, fahuwa mu'allim. Nicht vergessen: Fil madi, fil mudari. Also Vergangenheit, Gegenwart. Das ist Master, Ta'lim, also das Nomen, was sich daraus ergibt, die Bildung. فَهُوَ مُعَلِّم. Und er ist ein Lehrer. Mu'allim, er ist ein Lehrer. عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيمًا فَهُوَ مُعَلِّم. عُلِّمَ يُعَلَّمُ تَعْلِيمًا فَهُوَ مُعَلَّم. Mu'allim. Der einzige Unterschied zwischen dem hier und dem hier ist, dass hier ein Kasra ist beim Fa'il. Und beim Mef'ul ist es ein Fetha. Der Mu'allim ist derjenige, der Allama tut. Und das Mu'allim ist das, der Allama bekommen hat. Also gelehrt wurde. Mu'allim, derjenige, der gelehrt wurde. Mu'allim, derjenige, der lehrt. Und Ullima ist die Vergangenheitsform. Es wurde gelehrt. Allama, er hat gelehrt. Ullima, es wurde gelehrt. Yu'allamu, es wird gelehrt. Passivform, Majhul. Und dann haben wir den Befehl, lehre. Allim. Und dann lehre nicht, unterrichte nicht. La tu'allim. Und der Ort, wo gelehrt wird, ist Mu'allam. Und eure Aufgabe ist es, als allererstes das Ganze, das sehr, sehr viel zu üben. Allam yu'allimu ta'aliman fahuwa mu'allim, bis ihr es auswendig könnt. Genau diese Familienmitglieder, genau in der Reihenfolge, genau auf die Art und Weise. Und dann in der ersten Übung dann, das dann hier auch zu üben und zu erkennen, okay, Teslimen, zu welcher Sira, zu welchem Familienmitglied gehört es, Masdar ist es, Taf'il. Und danach den Jirr. Jirr ist der Wortinhalt, herauszufinden. Wortinhalt, Familienmitglied. Das ist dann die Aufgabe für euch. Und dann geht es ja nächste Woche weiter mit der nächsten Familie. Und auch mit das Ende von dieser Familie zu herausfinden, was die spezielle Bedeutung ist. Wa al-asli inna al-insan lafi khusr illa ladina amanu wa amilu s-salihat wa tawassaw bil-haqq wa tawassaw bis-sabr. Bei Fragen könnt ihr mir jederzeit schreiben.